Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Ich habe die heutige Sitzung auf Verlangen der Bundeskanzlerin gemäß Artikel 39 Absatz 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 21 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung einberufen. Wir können heute nicht in unserem Plenarsaal tagen, da in dieser sitzungsfreien Zeit dort notwendige Bauarbeiten stattfinden. Im Plenarsaal werden zurzeit die Induktionsschleifen zur Unterstützung von Hörgeschädigten, die Feuerlöschanlage und der Teppichboden erneuert. Wir waren uns im Ältestenrat einig, dass diese Arbeiten bis zur nächsten regulären Sitzung, das ist die Haushaltswoche im September, abgeschlossen sein müssen. Und deswegen mussten wir heute ins Paul-Löbe-Haus ausweichen. Die Raumsituation ist nicht ideal. Frieren werden wir nicht. Mit Augenmaß und Kreativität werden wir aber gemeinsam auch an diesem Ort eine würdige Plenarsitzung durchführen. So wie der Namensgeber dieses Hauses einmal gesagt hat, es braucht nicht niederreißende Polemik, sondern aufbauende Tat. Übrigens, als Paul Löbe Alterspräsident des ersten Bundestages war, hatte unser Parlament noch 410 Abgeordnete. Das war natürlich zu einer anderen Zeit, aber mit Blick auf die immer dringlichere Wahlrechtsreform ist es an diesem Ort einer Erwähnung wert. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, Eidesleistung der Bundesministerin der Verteidigung. Für den Bundespräsidenten hat mir der erste Vizepräsident des Bundesrats, Herr Michael Müller, mitgeteilt, dass er am 17. Juli 2019 gemäß Artikel 64 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland auf Vorschlag der Frau Bundeskanzlerin die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Dr. Ursula von der Leyen, aus ihrem Amt als Bundesministerin entlassen und Frau Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesministerin der Verteidigung ernannt hat. Nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes leistet eine Bundesministerin bei der Amtsübernahme den in Artikel 56 vorgesehenen Eid. Frau Kramp-Karrenbauer, ich bitte Sie zur Eidesleistung zu mir bzw. zu dem Mikrofon zu kommen. Ich darf Sie bitten, den im Grundgesetz vorgeschriebenen Text der Eidesformel zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke, dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Sehr. Frau Bundesministerin, Sie haben den notwendigen Eid geleistet. Ich gratuliere Ihnen persönlich und im Namen des ganzen Hauses, wie auch der Beifall schon ausgedrückt hat, herzlich und ich wünsche Ihnen für Ihre Aufgabe alles Gute und Gottes Segen. Ihnen, sehr geehrte Frau Dr. von der Leyen, danke ich im Namen des ganzen Hauses für Ihre Tätigkeit als Abgeordnete und als Mitglied der Bundesregierung. Wir alle wünschen Ihnen für Ihre neue, so wichtige Aufgabe für unser Europa alles Gute, viel Erfolg und viel Glück.
rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 2, Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundesministerin der Verteidigung mit dem Titel In Verantwortung für die Zukunft Deutschlands, für eine starke Bundeswehr in einer Welt im Wandel. Es liegt uns ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Es ist nach einer interfraktionellen Vereinbarung für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 60 Minuten vorgesehen. Mangels Widerspruch ist das so beschlossen. Dann erteile ich jetzt das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung der Bundesministerin der Verteidigung, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich spreche heute hier unter erkennbar außergewöhnlichen Umständen zu Ihnen. Und außergewöhnlich und wertvoll ist die besondere Beziehung zwischen Parlament und Parlamentsarmee, zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundeswehr. Ich habe größten Respekt vor den Soldatinnen und Soldaten, vor ihrem Dienst und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Bundeswehr. Ich habe größten Respekt vor Ihrer Verantwortung als Abgeordnete des Deutschen Bundestages für unsere Bundeswehr. Dieser Respekt ist für mich die Grundlage meiner Arbeit und unserer Zusammenarbeit. In den letzten Tagen haben eine Reihe von Mitgliedern dieses Hauses Erwartungen zum Verteidigungsbereich geäußert, auch in den persönlichen Gesprächen mit mir. Für mich sind diese Erwartungen zuerst einmal Ausdruck Ihres Engagements für unsere Streitkräfte. Für unsere Streitkräfte, auf die wir alle stolz sein können. Ich jedenfalls bin es. Ich bin stolz auf die enorme Leistung, die mehr als 180.000 Soldatinnen und Soldaten, die jeden Tag für Deutschlands Sicherheit einstehen und unsere Freiheit verteidigen. Und ich bin stolz auf die mehr als 60.000 zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die genau dafür die Voraussetzungen schaffen, von der Ausrüstung bis zum Personalwesen. Und darin schließe ich ausdrücklich alle Familien mit ein, denn die haben oft ein schweres Los mitzutragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Dienst braucht Respekt, dieser Dienst braucht Unterstützung, und zwar konkret und mit Priorität. Denn diese Frauen und Männer dienen. Sie dienen, damit wir in Frieden und Freiheit leben können. In einem Frieden, der leider nicht selbstverständlich ist. Nicht selbstverständlich, gerade in den Zeiten, in denen sich die Welt rasant wandelt und die Sicherheitslage durch erhebliche Risiken geprägt ist. Die aktuellen Entwicklungen in der Straße von Hormuz zeugen davon. Gerade in diesen Zeiten ist unsere Bundeswehr eines der zentralen Instrumente unserer Sicherheit. Denn wir tragen Verantwortung, gerade auch als nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wir tragen Verantwortung für eine internationale Ordnung, in der nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Wir tragen Verantwortung für eine Friedensordnung. Wir tragen Verantwortung für eine Friedensordnung, die eine freiheitliche Ordnung ist. Freiheitlich deshalb, weil sie der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen verpflichtet ist. Und wir tragen Verantwortung für die Verteidigung unseres Bündnisgebietes, die gemeinsamen Anstrengungen zur Landes- und Bündnisverteidigung im engen Schulterschluss mit unseren Freunden. Den Anspruch an unser Handeln gibt uns dabei das Grundgesetz vor, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Recht hat deshalb Ursula von der Leyen letzte Woche in Brüssel gefordert, und ich darf sie zitieren: Die Welt ruft nach mehr Europa und die Welt braucht mehr Europa. Wir wollen Europa.
Wir wollen Europa stark machen, auch in handfesten militärischen Fähigkeiten. Vieles haben wir angestoßen. Und wir haben mit der Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr die Gelegenheit, die Europäische Verteidigungsunion weiter auszugestalten, so wie wir uns das im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Aber dabei gilt unverändert: Deutschland ist und bleibt fest verankert im transatlantischen Bündnis, ist und bleibt fest verankert in der NATO. Die NATO ist der Garant unserer Sicherheit. Sie vereint als politische und militärische Allianz die Werte und die Interessen aller ihrer Mitglieder. Die historischen und kulturellen Erfahrungen und unsere politischen Überzeugungen binden uns dabei zusammen. Und genau dieses Band unterscheidet uns von den autoritären Kräften, die uns und die internationale Ordnung herausfordern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen. Wir sind ein verlässlicher Verbündeter, der einen fairen Teil der gemeinsamen Aufgaben schultert. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. An dem Ziel der Bundesregierung, 2% anzustreben, ein Ziel, auf das sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben, halte ich daher fest. Auf dem Weg dorthin müssen und wollen wir bis 2024 ein Verteidigungsbudget in Höhe von 1,5% des Bruttoinlandsproduktes erreichen. Diesen Wert haben wir abgestimmt gegenüber der NATO angezeigt und er entspricht im Minimum auch unserem Bedarf. Es geht hier, um das ganz deutlich zu sagen, nicht um Wünsche von außen. Es geht hier nicht um Aufrüstung. Es geht hier um Ausrüstung und Personal. Es geht um unsere Bundeswehr. Es geht um eine Bundeswehr, die die Aufgaben erfüllen kann, die wir ihr geben. Es geht um unser ureigenes Interesse. Und in diesem Interesse liegen die Einsätze, die einsatzgleichen Verpflichtungen, die Dauereinsatzaufgaben und die nationale Krisenvorsorge. Rund 18.000 Soldatinnen und Soldaten sind zurzeit in diesen Aufgaben gebunden. Von der Präsenz an den Grenzen unseres östlichen Bündnisgebietes über die Stabilisierungsmissionen im Afghanistan und Mali bis zu den Beiträgen zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus in der Counter-Daesh-Koalition und unseren Stand-by-Verpflichtungen. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stehen gemeinsam mit den Frauen und Männern im Polizeidienst, bei der Entwicklungshilfe, im diplomatischen Dienst, in der zivilen Aufbauhilfe, in dieser, genau dieser Minute, an vielen Orten dieser Welt für Frieden und Freiheit ein und das teilweise unter erheblicher persönlicher Gefahr. Das dürfen wir nie vergessen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie verkörpern damit ganz praktisch unseren vernetzten Ansatz von Friedenspolitik und sie verdienen unsere Anerkennung und unseren Dank. Unsere Mandate, unsere Einsätze sind nie Selbstzweck. Sie müssen immer wieder geprüft werden und sie müssen sich an veränderte Entwicklungen anpassen. Dabei ist mir eins wichtig: Unsere Beiträge,
die Gestaltung unserer Kontingente, die Obergrenze unserer Mandate und die Festlegung der Einsatzregeln. Das alles sind und dürfen keine vordergründig parteipolitischen Fragen sein, sondern Fragen, die in Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten, in Verantwortung für unser Land und gemeinsam mit unseren Verbündeten und den Partnern entschieden werden müssen. Das heißt, dass wir Unterstützungsanfragen unserer Partner immer gewissenhaft prüfen müssen. Weder dürfen wir sie vorschnell bejahen, noch ihnen reflexartige Absagen erteilen. Das heißt auch, dass wir unsere Einsatzregeln so gestalten, wie dies militärisch sinnvoll und partnerschaftlich geboten erscheint. An diesen Fragen muss sich unsere Diskussion über Einsätze und Mandate künftig orientieren. Das ist der richtige politische Maßstab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage in aller Klarheit, damit wir in Deutschland in Zukunft gut und sicher leben können, braucht es auch eine einsatzbereite Bundeswehr. Lange, ja vielleicht zu lange, haben wir daran geglaubt, dass die Welt um uns herum immer friedlicher, die Ordnung immer stabiler wird. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, das war ein trügerisches Bild. Deshalb haben wir nach 25 Jahren des Sparens den Schalter umgelegt. Dafür bin ich allen, die daran mitgewirkt haben, und insbesondere meiner Vorgängerin von Herzen dankbar. Die Bundeswehr wächst wieder. Personal und Material, alle Trendlinien zeigen endlich wieder aufwärts. Diese Trendwenden will ich fortsetzen und diese Trendwenden müssen dauerhaft abgesichert werden. Die Grundlagen dafür liegen auf dem Tisch, das Weißbuch der Bundesregierung, darauf aufbauend die Konzeption der Bundeswehr und das Fähigkeitsprofil. Es ist, das wissen Sie, ein sehr ehrgeiziger Weg, aber dieser Weg ist erforderlich, weil es um unsere Sicherheit geht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Basis dafür ist und bleibt eine verlässliche Finanzierung. Wir haben dazu und zu anderen Bereichen generelle Vereinbarungen im Koalitionsvertrag getroffen. Es bleibt festzuhalten, wenn die Bundeswehr die Fähigkeiten zeigen soll, die wir von ihr verlangen und die wir erwarten, dann muss der Verteidigungshaushalt weiter ansteigen. Dann brauchen wir 1,5% in 2024. Und dann brauchen wir einen verlässlich stetig wachsenden Pfad bis dorthin. Auch dafür werde ich mich einsetzen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, dass es nicht einfach ist, die Anstrengungen der letzten Jahre fortzusetzen. Ich weiß, dass Geld alleine nicht ausreicht. Die Mittel, die Sie in diesem Haus zur Verfügung stellen, müssen schneller und reibungsloser als bisher in Personal und Material sichtbar und spürbar investiert werden. Das gilt für die dringend benötigten Großprojekte. Die Projekte, die wir mit unseren europäischen Partnern gemeinsam entwickeln, wie das künftige Kampfflugzeug und den Kampfpanzer. Und es gilt für die nationalen Projekte, die Sie alle kennen. Wir werden bis zum Herbst entscheiden und verbindlich vorlegen, wann wir in dieser Legislaturperiode mit welchen Projekten in dieses Parlament zur Entscheidung gehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das gilt aber auch, und das ist mir genauso wichtig, für den Grundbetrieb. Unsere Soldatinnen und Soldaten sollen Tag für Tag erleben, wie endlich die Lücken bei Material und Ausrüstung geschlossen werden. Dass sie das bestmögliche Gerät, die bestmögliche Ausrüstung, die modernste persönliche Ausstattung nicht nur im Einsatz, nicht nur bei großen Übungen, sondern schon für die tägliche Ausbildung haben. Dass wir genügend Flugstunden, einsatzklare Schiffe und gefechtsbereite Panzer haben. Dass die Munitionslager voll sind,
die Ersatzteile schnell ankommen, auch in der Fläche. Unsere Soldatinnen und Soldaten sollen das Gerät beherrschen, das sie im Einsatz nutzen. Wenn jeder Soldat das Gerät hat, das er für seine Aufgabe braucht, und ich betone, in seiner Einheit und nicht auf Leihschein, dann ist die Bundeswehr wirklich auch ein attraktiver Arbeitgeber, und daran arbeiten wir. Was ist getan worden und was müssen wir tun? Erstens, die Agenda-Nutzung ist gestartet. Mit ihr bringen wir Logistik und Ersatzteilversorgung nach vorne, nahe an die Truppe. Die Expertenempfehlungen zur Anpassung und zur Verbesserung der Beschaffungs- und Nutzungsorganisation liegen auf dem Tisch, und wir werden nach Ende der Sommerpause einen Vorschlag zur Umsetzung machen. Wir werden zweitens die Entscheidungsfreiheit der Kommandeure und Verantwortlichen vor Ort stärken, auf der Grundlage des Programms Innere Führung heute. Und drittens, wir werden die Sichtbarkeit der Bundeswehr in unserem Land, in unserer Gesellschaft erhöhen. Ob es das freie Bahnfahren in Uniform ist oder Gelöbnisse oder Zapfenstreiche in der Öffentlichkeit. Meine Damen und Herren, unsere Soldatinnen und Soldaten kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Deshalb ist die Bundeswehr kein Platz, und deshalb ist in der Bundeswehr kein Platz für Extremisten. Deshalb gehört die Bundeswehr aber auch erkennbar und sichtbar in die Mitte unserer Gesellschaft, in die Mitte unserer Städte und Gemeinden. Ich habe daher alle Ministerpräsidenten angeschrieben und ihnen vorgeschlagen, zum Geburtstag der Bundeswehr am 12. November in ihren Bundesländern öffentliche Gelöbnisse durchzuführen. Das wäre ein starkes Signal und ein starkes Zeichen der Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und für die Bundeswehr als Parlamentsarmee würde ich mir auch ein Gelöbnis vor dem Reichstag wünschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt viel zu tun für eine einsatzbereite Bundeswehr, für eine Bundeswehr, auf die unser Land stolz sein kann. Und lassen Sie mich zurückkommen auf Paul Löbe, den der Bundestagspräsident eben zitiert hat. Es braucht nicht niederreißende Polemik, sondern aufbauende Tat. Das sollte uns auch heute leiten, denn es geht um unsere Bundeswehr und es geht um unser Land. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich die Aussprache eröffne, möchte ich alle Rednerinnen und Redner des heutigen Tages darauf aufmerksam machen, dass anders als in unserem Plenarsaal am Rednerpult die Redezeit nicht angezeigt wird. Aber es wird niemand überraschen, die vereinbarten Redezeiten gelten gleichwohl. Die ablaufenden Minuten werden jedenfalls den Rednern auf dem gegenüberliegenden Bildschirm gegenüber dem Rednerpult hinreichend deutlich unübersehbar angezeigt. Bitte achten Sie darauf, ich bin ja gehalten, auf die Einhaltung der Redezeit zu achten. Für Zwischenfragen oder Zwischenbemerkungen in der Aussprache sollten Sie die im Saal aufgestellten Saalmikrofone
benutzen. Am besten wäre es, weil wir hier keinen vollständigen Überblick haben bei der Anordnung dieses Saals, wenn Sie sich, wenn Sie eine Zwischenbemerkung oder Zwischenfrage stellen wollen, gleich zu einem Mikrofon begeben, dann können wir es in jedem Fall eindeutig erkennen. Mit diesen Hinweisen eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Rüdiger Lukassen, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wer nicht weiß, dass Frau Kramp-Karrenbauer in der CDU ist, wer nicht weiß, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und wer nicht weiß, dass die SPD in dieser Regierung steckt, wobei dies tatsächlich leicht zu übersehen ist, der könnte jetzt denken, Donnerwetter, ab morgen wird die Bundeswehr wieder auf die Beine gestellt. Herrliche Zeiten brechen an. Öffentliche Gelöbnisse am 12. November in den Bundesländern und vor dem Reichstag. Aber dieser Ankündigungsorgie steht die unverrückbare Realität der Ära Merkel gegenüber. Und die besteht vor allem aus Moderieren und Aussitzen. Noch vorige Woche sagte die Bundeskanzlerin über die neue Ministerin: Ich freue mich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich entschieden hat, Verteidigungsministerin zu werden. Und sie wird es sehr gut machen, nach meiner festen Überzeugung. Zitat Ende. Darauf hatte ich jetzt endlich mal gehofft. Ich habe es erreicht. Dankeschön. Was, Frau Bundeskanzlerin? Was, Frau Bundeskanzlerin, überzeugt Sie eigentlich jedes Mal aufs Neue, dass völlig fachfremdes Personal fernab jeder Affinität zu Streitkräften die Bundeswehr gut führen kann? Die Bundeswehr ist heute in der schlechtesten Verfassung seit ihrer Aufstellung in 1955. Diese erschreckende Diagnose galt auch schon vor 5 Jahren. Seitdem hat sich substanziell nichts verbessert, vieles ist aber weiter bergab gegangen. Schiffe, Panzer und Flugzeuge sind nicht einsatzbereit, die Moral der Truppe ist am Boden. Genderunfug und aufgeweichte Standards in der Ausbildung haben das innere Gefüge unserer Streitkräfte zersetzt. Ein handfester Betrugsskandal bei Auftragvergabe um das Segelschulschiff Gurch Fock, ein Günstlingsskandal um den illegalen Einsatz von Beratern. Das sicherheitspolitische Umfeld Europas ist angespannt wie seit 30 Jahren nicht. Und was macht die CDU-geführte Bundesregierung? Sie begeht Verfassungsbruch. Artikel 87a. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Unsere Streitkräfte sind zur Landesverteidigung nicht befähigt. In dieser äußerst kritischen Situation setzt die CDU eine sicherheitspolitische Novizin aus dem Saarland als Verteidigungsministerin ein. Eine Frau, die über einen deutsch-französischen Flugzeugträger fabuliert, eine Frau, die über deutsche Bodentruppen in Syrien nachdenkt. Meine Damen und Herren, die CDU ist zum größten Risiko für die deutsche Sicherheitspolitik geworden. Die Union benutzt das Verteidigungsministerium seit 14 Jahren als Steinbruch, um ihren Machterhalt zu sichern. Die CDU sieht das Amt des Verteidigungsministers als Trainiestelle
um Provinz- und Familienpolitikerin kanzlertauglich zu machen. Um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr oder um die Soldaten selbst geht es der Union schon lange nicht mehr. Wie die CDU mit der Sicherheit Deutschlands umgeht, ist skandalös. Es ist schlimmer als das. Es ist unpatriotisch. Um die Sicherheit Deutschlands schützen zu können, brauchen wir eine Bundeswehr, die zur Landes- und Bündnisverteidigung befähigt ist. Das ist ihr grundgesetzlicher Auftrag. Unsere Soldaten leisten ihren Eid darauf. Damit unsere Soldaten diesen Eid auch erfüllen können, brauchen sie materielle Vollausstattung. Die großen Beschaffungsvorhaben müssen zügig auf den Weg gebracht werden. Die Bundeswehr braucht auch die personelle Vollausstattung, um ihren Auftrag erfüllen zu können. Der fünfjährige Versuch mit Werbekampagnen, mit YouTube-Filmchen, Girls Days und hat nicht dazu geführt, gute und genügend Rekruten zu gewinnen. Genau wie die dazugehörige Ministerin, 20.000 Stellen sind nicht besetzt. Deutschland braucht die Wehrpflicht zurück. Frau Kramp-Karrenbauer sprach sich im Sommer sehr energisch für eine allgemeine Dienstpflicht aus. Die soll in ihrer Vorstellung ja auch die Wehrpflicht enthalten. Ich nehme also an, Frau Ministerin, dass Sie bereits die Weisung erteilt haben, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in Ihrem Hause zu prüfen. Ich nehme auch an, dass Sie bereits Weisung erteilt haben, die Investitionen der Bundeswehr im Hinblick auf 1,5% bis 2024 und das 2%-Ziel darüber hinaus auszuplanen. Was unsere Bundeswehr vordringlich braucht, kostet zunächst nicht viel Geld. Unsere Bundeswehr braucht eine geistig-moralische Neuaufstellung. Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und der Wille, dem deutschen Volk zu dienen, sind unabdingbare Voraussetzungen für gute Soldaten und eine schlagkräftige Armee mit der Befähigung zum Kampf. Wie aber kann man von seinen Soldaten dies alles verlangen, wenn sich die politische Leitung nicht daran hält? Beim Gelöbnis am letzten Samstag sagte die neue Ministerin den 400 angetretenen Rekruten, sie können sich auf mich verlassen. Noch vor zwei Wochen allerdings sagte die neue Ministerin auch, gar nicht Ministerin werden zu wollen. Und heute wurden Sie hier vereidigt. Ist das die Art Verlässlichkeit, die Sie meinen? Mit Ihrer Art Politik zu machen, schädigt die Bundesregierung nachhaltig das Vertrauen der Bevölkerung in unseren Staat. Die Bundeskanzlerin installiert ihre sogenannten Kronprinzessinnen nach feudaler Art. Wahlergebnisse werden ignoriert. Das vergebene Wort hat keinen Wert. Es geht um Macht und um Macht allein. Auf dem Rücken unserer Soldaten und unserer aller Sicherheit, und die Verteidigungspolitiker der CDU tragen dieses alles mit. Im Ausschuss mühen sie sich nach Kräften ab, um das konservative Gesicht der CDU zu halten. Aber im entscheidenden Moment geben sie kampflos auf und lassen sich zu Staffagen degradieren. Die Nachfolgeregelung der Bundeskanzlerin ist in der CDU wichtiger als Fachkompetenz und der Dienst für unser Volk. Ehrlich gesagt, tun Sie mir leid. Der neuen Ministerin ist bereits viel Glück für ihr Amt gewünscht worden. Vollkommen falsch. Unsere Bundeswehr ordentlich zu führen, ist nämlich keine Glückssache, sondern eine Frage des Sachverstands und des Herzens.
Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Dr. Rolf Mützenich. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kramp-Karrenbauer, im Namen meiner Fraktion möchte ich Ihnen gratulieren. Ich wünsche Ihnen Kraft und Konzentration für Ihre wichtige Aufgabe. Und auf der Grundlage des Koalitionsvertrages bieten wir Ihnen gute Zusammenarbeit an. Gleichzeitig bin ich überzeugt, das Ressort braucht eine Politikerin, die sich ohne Abstriche um die Bundeswehr kümmern kann. Und allein das Haus bedeutet viel Arbeit. Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger können Ihnen eine Menge davon erzählen. Aber Ihre unmittelbare Vorgängerin hat Ihnen viel Arbeit hinterlassen, nämlich wichtige Baustellen, Herausforderungen. Allein vier will ich benennen, neue und wichtige Beschaffungsvorhaben, internationale Kooperationsprojekte, die Steigerung der Attraktivität der Bundeswehr, aber auch die Frage, die zwischen uns umstritten ist, die Privatisierung verteidigungspolitischer Aufgaben. Und auch darüber werden Sie mit Ihrem Koalitionspartner das ein oder andere Wort noch wechseln müssen. Aber genauso wichtig ist mir die Öffentlichkeit und wir werden Sie darin messen, ob die Berateraffäre aufgeklärt werden kann, ohne Rücksicht auf derzeit handelnde Personen. Meine Damen und Herren, die uns bekannte internationale Ordnung steht seit Jahren unter Druck. Weltbevölkerung, Klimawandel, Flucht, Rückzug aus dem Multilateralismus, Aufstieg neuer Mächte, zerfallende Staatlichkeit. Deswegen war es gut gewesen, eine Regierungserklärung heute zu diesen Themen zu halten, indem man die Bundeswehr einzubetten gedenkt. Deswegen stelle ich mir schon die Frage, ob vor dem Hintergrund der aktuellen Weltprobleme Ihr Begriff von Sicherheitspolitik ein angemessener, ein zeitgemäßer ist. Weil in Ihrer Rede war viel von Stärke. In Ihrer Rede war viel von Stärke und Abschreckung die Rede. Unser Verständnis einer modernen und aktuellen Sicherheitspolitik ist breiter. Ja, eine moderne Bundeswehr, die eingebettet ist in die Demokratie, gemeinsame Sicherheit und Aufbau einer europäischen Friedensordnung. Und ich sage es ganz bewusst, auch unter Einschluss, wenn es gelingt, Russlands, der Abbau von Spannungen und die Bereitschaft zum Dialog und insbesondere die Konflikt- und Krisenprävention und Rüstungskontrolle. Was ist der Maßstab für diese Fragen? Offensichtlich aus Ihrer Sicht und insbesondere in Ihrer Rede eine Frage des Geldes. Und ich muss Ihnen sagen, 45 Milliarden Euro, den jetzt das Kabinett gemeinsam beschlossen hat, ist eine Menge Geld. Allein ein Drittel der neuen Mittel sind dem Verteidigungsministerium, Ihrem Ressort, zur Verfügung gestellt worden. Und deswegen wäre mein Ratschlag, mein bescheidener Ratschlag zumindest an Sie gewesen, am Wochenende nicht diese Interviews zu führen, nämlich mehr Verteidigungsmittel zu verlangen, sondern erstmal sich die Zeit zu nehmen, in Ihrem Ressort zu schauen, was die Schwachstellen sind und diese dann abzustellen. Und dabei muss ich sagen, hilft auch nicht der Bezug auf ein angebliches 2%-Ziel. Mich erinnert mehr und mehr diese Diskussion an den Tanz um das goldene Kalb. Wir sollten besser über Fähigkeiten der Bundeswehr reden, die wir in die NATO einbringen können und diese Fähigkeiten letztlich zu stärken. Im Übrigen, meine Damen und Herren, Im Übrigen bleibt festzuhalten, der Bundestag hat das Budgetrecht, kein Bündnis und keine internationale Organisation kann sich das anmaßen.
Und meine Damen und Herren, ohnehin ist auch Sicherheitspolitik, vielleicht darf ich das auch sehr bescheiden formulieren, längst nicht mehr das alleinige Feld der Regierung. Frau Ministerin, Ihnen steht ein selbstbewusstes Parlament gegenüber, das sich über Jahre außen- und sicherheitspolitische Expertise angeeignet hat, und es besitzt eigene Kompetenzen und eigene Beteiligungsrechte, und die werden wir als sozialdemokratische Bundestagsfraktion immer wieder einfordern und stärken, meine Damen und Herren. Und wenn ich vielleicht an den Kollegen Lukassen ein Wort nur richten darf. Der Sozialdemokrat Paul Löbe, ein mutiger Reichstagsabgeordneter, der der NSDAP die Stirn geboten hat mit diesem Parlament, wäre nicht nur erschüttert, dass solche Worte, die Sie eben hier gefunden haben, von einer Partei geäußert wird, sondern ich will Ihnen sehr eindeutig sagen, das, was Sie in Ihrem Pamphlet Streitkraft der Bundeswehr formuliert haben, ist nicht die Bundeswehr, die wir Sozialdemokraten und Sozialdemokraten wahrscheinlich auch nicht das ganze Parlament vorstellen. Frau Ministerin, ich muss auch ganz kurz eine aktuelle Differenz wahrscheinlich zwischen einem Teil der Union und uns ansprechen. Immer wieder hören wir, dass das Mandat des Irak oder des Bekämpfung des IS-Einsatzes verlängert werden soll. Ich würde Sie gerne unterrichten darüber und vielleicht tauschen Sie sich auch noch mit Ihrer Vorgängerin darüber aus. Es war eine Kabinettsvorlage der gesamten Bundesregierung gewesen, am 31. Oktober diesen Jahres dieses Mandat einzustellen. Ich habe keine Kritik damals gehört, als die Niederlande, Belgien, Norwegen, Australien Kampfflugzeuge abgezogen hat. Und ich finde, 5 Jahre Einsatz der deutschen Bundeswehr zur Bekämpfung des IS war ein angemessener Beitrag. Und deswegen die Schlussfolgerung, die damals die Bundesregierung dem Parlament überantwortet hat, er war richtig gewesen, am 31. Oktober diesen Jahres endet das Mandat. Im Übrigen, glaube ich, ist es gut, vor dieser aktuellen Situation auch sehr bewusst darüber zu reden, ob es richtig ist, einen militärischen Fußabdruck in einer Region zu hinterlassen, in dem gegenwärtig neue Kriege drohen. Und ich sage sehr deutlich an alle im Parlament, allein bündnispolitische Erwägungen genügen nicht, seitdem ein Rassist im Weißen Haus sitzt, der sich durch Unberechenbarkeit und Egoismus auszeichnet. Und deswegen, liebe Frau Bundeskanzlerin, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die klaren Worte auf der Pressekonferenz bedanken, weil ich finde, die politische Tonlage, die aus dem Weißen Haus kommt, ist nicht mehr angemessen gegenüber europäischen Partnern. Vielen Dank dafür. Gleichzeitig, meine Damen und Herren, wissen wir, dass diese Region weiterhin unsere große Aufmerksamkeit und Engagement weiter braucht. Frau Bundesverteidigungsministerin, Sie haben die Krise im Golf von Oman angesprochen. Und ich finde richtig, ja, sie braucht unsere Aufmerksamkeit, aber insbesondere in der Form von Diplomatie, der Hilfe zur Vermittlung, die der Bundesaußenminister tagtäglich anbietet, aber auch die Fragen von humanitärer Hilfe, die wir durch den Haushalt gestärkt wissen wollen. Und was ich interessant finde bei dieser Debatte, die von London auskommt, offensichtlich ist eine Regierung, die den Austritt aus der Europäischen Union versucht, nicht gewillt, mit den USA eine Militäraktion zu unternehmen, sondern gerade mit der Europäischen Union, weil sie sich besser aufgehoben fühlt. Und ich finde, das sind immer noch Chancen, die sich für eine europäische Diskussion gegenüber Großbritannien auch anbieten. Und ich hoffe, dass noch in den nächsten Wochen durch die Gespräche mit der Europäischen Union Premierminister Johnson von einem verheerenden Pfad abhanden kommt. Und das wäre uns zumindest wichtig. Meine Damen und Herren, wenn diese Fragen, so wie ich sie eben gestellt habe, auch für Sie, liebe Frau Kramp-Karrenbauer, unter anderem wichtig sind, mit dem Koalitionspartner zu diskutieren, so werden wir das mit aller Kraft und Überzeugung tun. Vielen Dank.
Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, die Öffentlichkeit hat intensiv Anteil an Ihrer Ernennung genommen und auch über Ihre Eignung für dieses Staatsamt wurde debattiert, auch heute in dieser Sitzung. Von der Rede des Kollegen der AfD wird in Erinnerung bleiben, dass er Engagement im ländlichen Raum und für die Familienpolitik geradezu als Disqualifikation für ein höchstes Staatsamt betrachtet. Das sagt auch viel über diese Fraktion aus. Und auch sonst, da wird gefragt, ja, kann man Bundesministerin der Verteidigung und Vorsitzende einer Partei sein? Ja, was spricht dagegen, wenn man Vorsitzende einer Partei und Regierungschefin sein kann? Wenn man Ministerpräsidentin war und Innenministerin eines Landes, dann hat man auch sicherheitspolitische Expertise. Auch darüber wundert man sich, was öffentlich diskutiert wird. Das Einzige aber, wo Sie noch nacharbeiten müssen, ist, Sie haben ausgeschlossen, ins Kabinett zu gehen, um es dann doch zu tun. Das werden Sie Martin Schulz erklären müssen, wie sowas geht. Aber wir werden daran keinen Anstoß nehmen, denn die Eignung einer Ministerin für ihr Amt zeigt sich nicht allein daran, was sie vorher getan hat, sondern ausschließlich an ihrer Amtsführung und was sie für die Bundeswehr erreichen kann. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Hand und viel Erfolg, Frau Kramp-Karrenbauer. Und Frau Ministerin, wir trauen Ihnen Leadership zu. Die Sozialdemokratie ist ja inzwischen auf dem Weg in die Opposition. Die Rede des Kollegen Münzenich hat das überdeutlich gemacht. Herr Münzenich, wir sind auch oft, um das Freundlichste zu sagen, irritiert über die Zitate, die der amerikanische Präsident liefert. Aber gerade wo die NATO von einer Spaltungstendenz bedroht ist, den amerikanischen Präsidenten Rassist zu nennen, trägt nicht zu einer Entspannung bei. Und ich sage Ihnen, Herr Münzenich, die Frau Bundeskanzlerin hat angemessenere Worte der Kritik gefunden als Sie. So, jetzt ins Zentrum gestellt hat die neue Verteidigungsministerin die Finanzierung der Bundeswehr. Aus dem 2%-Ziel 2024 hat Frau Merkel schon das 1,5%-Ziel gemacht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber noch nicht einmal dieses 1,5%-Ziel wird damit der gegenwärtigen mittelfristigen Finanzplanung erreicht werden. Wenn man rechnet, Anfrage unseres Kollegen Carsten Klein, die mittelfristige Finanzplanung von Herrn Scholz sieht vor 2023 1,25%, weil nämlich die Mittel nicht steigen, sondern konstant bleiben. Und wenn wir dann Wirtschaftswachstum trotz Peter Altmaier haben, dann wird das bedeuten, dass der Anteil an der Wirtschaftsleistung sinkt. Also da ist viel zu tun. Kollege Große-Brömer, das war nicht nett, aber leider wahr. Wir werden also Sie, Frau Ministerin, daran messen. Wir erwarten von Ihnen Leadership in Bezug auf unsere internationale Verantwortung, also Weiterentwicklung von PESCO, Rüstungskontrolle und natürlich auch, inwieweit wir die Bundeswehr einsetzen, um unsere legitimen Interessen zu verteidigen. Ist doch völlig richtig,
dass Deutschland zusammen mit Frankreich und Großbritannien jetzt in der Iran-Frage vermittelt und eben nicht unkritisch den Kurs der USA übernimmt, dann dürfen wir uns bei der Sicherung der Seewege als Handelsnation aber auch nicht aus der Solidarität mit Franzosen und Briten verabschieden. Auch da haben wir Verantwortung zu übernehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie dazu etwas sagen, Frau Ministerin. Wir erwarten von Ihnen Leadership bei der Aufarbeitung unserer Auslandseinsätze. Es wird an einer Friedenslösung für Afghanistan gearbeitet. Wir wünschen uns Ihren unbefangenen Blick, Frau Kramp-Karrenbauer, bei der Evaluation des Afghanistan-Einsatzes und bei der Planung einer Exit-Strategie, sobald sie möglich ist, umgesetzt zu werden. Und zuletzt, Frau Kramp-Karrenbauer, wir trauen Ihnen Leadership zu, auch dabei, die schwierige Berateraffäre und das Missmanagement in der Beschaffung der Bundeswehr aufzuarbeiten. Auch wenn Ihre Vorgängerin, herzlichen Glückwunsch, in ein höchstes Amt befördert worden ist, es darf jetzt nichts unter den Teppich gekehrt werden, denn sonst wird die Bilanz der Vorgängerin auch Ihre Bilanz werden, Frau Kramp-Karrenbauer. Wir wünschen Ihnen Glück und Erfolg, Frau Kramp-Karrenbauer, denn die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Es ist nicht Ihre, es ist die Armee des Parlaments und des deutschen Volkes. Und deshalb ist Ihr Erfolg auch unser aller Erfolg. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Johann Wadephul, CDU-CSU. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Lindner, Sie hatten ja den Sinn dieser Debatte bezweifelt. Ihr Beitrag, die Beiträge der anderen, über die wir jetzt noch sprechen, zeigen doch, es ist sinnvoll, dass wir zusammenkommen, dass wir hier miteinander diskutieren. Lassen Sie uns doch diese Chance miteinander nutzen. Es tauchen doch schon einige Unterschiede auf, die auch miteinander beleuchtet werden müssen. Und ich möchte mit dem beginnen, was der Kollege Lukassen uns hier vorgehalten hat und von Verfassungsbruch gesprochen hat. Und ich finde das schon einigermaßen abenteuerlich, da es doch in Ihren Reihen Wirrköpfe gibt, die meinen, einen Aufstand der Generäle der Bundeswehr initiieren zu müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in dem Zusammenhang, Sie haben ja durchaus, wie auch manch ein anderer, einen bemerkenswerten beruflichen Weg hinter sich, sodass man denken könnte, da wäre auch eine gewisse Fachkenntnis dabei und Sie hätten ein Interesse an einem Austausch mit demokratischen Parteien in diesem Hause. Solange Sie mit den völkischen Truppen von Herrn Höcke und mit derartigen Menschen wie diesem Mann, der aufruft zu einem Putsch in der Bundeswehr, gemeinsame Sache machen, sind Sie außerhalb des demokratischen Spektrums der Bundesrepublik Deutschland, arbeiten wir nicht mit Ihnen zusammen. Die letzte Woche war doch eine schöne Woche für Deutschland, für Europa. Zwei Frauen mit Regierungsverantwortung sind in neue Ämter gewählt worden. Alles nicht selbstverständlich, wenn wir ehrlich sind. Ich möchte insbesondere an dieser Stelle, an erster Stelle Ursula von der Leyen im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr herzlich danken für ihr Wirken als Familienministerin, manchmal auch gegen Widerstände im eigenen Laden, als Arbeitsministerin. Sie haben eine Trendwende durchgeführt in der Familienpolitik, was die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, was die Strukturen der Jobcenter angeht. Und Sie haben für die Bundeswehr die existenziellen Trendwenden im Bereich Personal, im Bereich Material und im Bereich Finanzen eingeleitet. Frau von der Leyen, Sie haben sich verdient gemacht um die Bundesrepublik Deutschland. Dafür danken wir Ihnen. Und Herr Kollege Mützenich, wir beide schätzen uns ja, glaube ich, sehr. Die Rede war ein bisschen, glaube ich, ausgerichtet auf die Fraktionsvorsitzwahl im September. Ich hätte mir je Zustimmung in Ihrer Fraktion. So,
hätten wir das auch geklärt. Ich hätte mir schon ein paar Worte noch einmal erwartet. Wir sind in eine eigentümliche Situation gekommen. Da gibt es einen Spitzenkandidat, der die meisten Stimmen bekommen hat. Der wird von der sozialistischen Fraktion im Europaparlament abgelehnt. Dann ist die Bundeskanzlerin sogar bereit, den Zweitplatzierten, den Sozialisten Timmermans, zu unterstützen. Es war nicht mehrheitsfähig. Und dann haben SPD-Europaabgeordnete nichts Besseres, als eine große institutionelle Krise auf europäischer Ebene zu riskieren und stimmen gegen Frau von der Leyen. Das ist kein europäisches Verhalten gewesen. Dazu hätte ich mir von Ihnen was erwartet. Und ich finde auch, dass Parteien der Mitte Deutschlands das Amerika wahnsinnig viel zu verdanken hat. Nicht weniger als die Befreiung vom Naziregime, nicht weniger als den Wiederaufbau, nicht weniger als die Wiedervereinigung. Wenn Sie nachlesen, die amerikanische Unterstützung war vielleicht sogar etwas stärker als die französische, die englische zu damaliger Zeit. Wir sollten aus der Mitte dieses Parlaments nicht plumpen Anti-Amerikanismus machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist unverantwortlich. Denn es gibt starke Freunde in Amerika, die uns schätzen. Denken Sie nur an die umjubelte Rede der Bundeskanzlerin bei der Universität in Amerika. Es gibt ein Amerika, das mit uns weiter zusammenarbeiten will. Mit diesem Amerika wollen auch wir zusammenarbeiten. Es ist unser wichtigster Bündnispartner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Verabredungen sind nicht mit dem Präsidenten getroffen. Sie sind noch nicht mal bilateral mit den Vereinigten Staaten von Amerika getroffen. Sie sind mit der NATO getroffen. Sie sind mit den kleinsten Partnerinnen und Partnern in der NATO getroffen worden. Und unser Bundesaußenminister wird ja nicht müde, dafür zu werben, dass wir einen neuen Multilateralismus brauchen in Zeiten, wo der amerikanische Präsident andere Schwerpunkte setzt. Dass wir mit anderen Partnern multilateral weiter zusammenarbeiten wollen. Und im Verteidigungsbereich ist Multilateralismus nun mal auf Ebene der NATO und der Europäischen Union engagiert. Und wer sich dann nicht an Zusagen hält, der leistet einen Beitrag dazu, dass die gemeinsame Basis in unserem Bündnis erodiert. Und das ist gegen europäische und das ist gegen deutsche Interessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Worte der Parlamentsarmee, die stimmen vollkommen. Die sind absolut richtig. Wir haben das Recht und wir haben die Pflicht, uns um die Bundeswehr zu kümmern. Das tun wir. Und die Verteidigungsministerin hat das gesagt. Und niemand in der Bundesregierung, niemand in den Koalitionsfraktionen verfolgt doch ein Ziel, dass wir Außenpolitik, dass wir Sicherheitspolitik, dass wir Entwicklungshilfepolitik, dass wir Politik der wirtschaftlichen Zusammenarbeit nur militärisch betreiben würden. Niemand macht das. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, das gehört schon alles miteinander zusammen. Und wenn wir eine Konzeption, wenn wir ein Weißbuch im Kabinett verabschieden, oder das Kabinett es verabschiedet, nicht wir, wir als Parlament haben es gesehen, es ist verabschiedet worden. Wenn eine Konzeption der Bundeswehr entwickelt wird, wenn der Generalinspekteur daraus ein Aufgabenprofil für die Bundeswehr entwickelt, was einen Finanzbedarf bedeutet, lieber Herr Kollege Mützenich, dann dürfen nicht unsere Verteidigungspolitiker das alles mittragen und die Haushaltspolitiker hinterher ankommen und sagen, das bezahlen wir nicht. So kann man keine verlässliche Politik für die Bundeswehr machen. Die braucht Verlässlichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Multilateralismus, auch wenn es nicht angenehm ist, bedeutet eben auch, dass Deutschland bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Dass es in schwierigen Einsätzen da ist. Und wenn Deutschland, das hat die Bundeskanzlerin gemacht, das hat der Außenminister gemacht, das machen wir auch als Außen- und Verteidigungspolitiker, wenn wir die Amerikaner bitten, in Syrien zu bleiben und die Amerikaner sagen, ja, wir sind bereit, dort zu bleiben, wenn auch ihr mithelft, dass es dort insgesamt gelingen kann, eine Sicherheitsstruktur aufzubauen, dann darf Deutschland sich nicht einfach wieder einen schlanken Fuß machen und sagen, für Sicherheit sorgen schon andere, da machen wir uns die Hände nicht schmutzig. Nein, dann müssen auch wir zu unserer Verantwortung stehen, nur dann
werden wir auch ernst genommen im Bündnis. Nur dann werden wir auch die Amerikaner wieder überzeugen können, mit uns gemeinsam im Bündnis Politik zu formulieren und wirkliche Multilateralisten zu sein. Und abschließend, es ist vieles über die Motivation und die Ziele und so weiter der Verteidigungsministerin gesagt worden. Ich finde, es gibt kein deutlicheres Zeichen für die Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr, die einen schweren Dienst zeigen, als dass die Vorsitzende der stärksten Fraktion, die Vorsitzende der größten Partei in Deutschland, bereit ist, dieses risikoreiche Amt zu übernehmen. Wir sind Annegret Kramp-Karrenbauer dankbar, dass sie das Amt der Verteidigungsministerin übernimmt. Und Herr Kollege Kaas, ich würde Ihr Wort etwas abwandeln. Wie reich ist die Bundeswehr, dass sie diese Verteidigungsministerin hat? Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Dr. Dietmar Bartsch. Besonderer Anblick hier. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ist ja hier schon ein bisschen grotesk, die Veranstaltung Sommerpause aller MdBs zurückgeholt, gefühlte 90 Grad. Ich will nur sagen, das wäre auch anders gegangen, das hätten wir anders lösen können. Aber sei es drum. Meine Damen und Herren, die letzten Wochen haben gezeigt, unter Annegret Kramp-Karrenbauer wird die CDU zu einem Club der Unglaubwürdigkeit. Sie, Frau Kramp-Karrenbauer, haben Monate für Manfred Weber als Kommissionspräsidenten geworben. Wir kennen das Ergebnis. Das Ergebnis ist Ursula von der Leyen. Es ist aber so, dass sie gar nicht zur Wahl gestanden hat. Ich glaube, das ist eine schwere Verletzung der Demokratie. Was sollen die Wählerinnen und Wähler von dieser Unglaubwürdigkeit halten? Dazu kommt, Frau von der Leyen ist mit den Stimmen von den Salvinis, den Webers und auch den Orbans gewählt worden. Immerhin den Orbans gewählt worden. Immerhin hat Herr Weber, der hat immerhin die Stimmen von Herrn Orban noch abgelehnt. Aber sei es drum. Frau Kramp-Karrenbauer, Ihre Glaubwürdigkeit als Verteidigungsministerin ist zum Start nahe Null. Ministerien, das sehen wir, werden zu Verschiebebahnhöfen, um die Personalprobleme der Union zu regeln. Das Verteidigungsministerium soll zum Karrieresprungbrett der Kanzlerschaft werden. Das zeigt, Sie, Frau Kramp-Karrenbauer, haben ein instrumentelles Verhältnis zum Verteidigungsministerium. Wollten Sie sich nicht voll der CDU widmen? Noch in diesem Monat, und ich will Sie zitieren, haben Sie gesagt, ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Ist das glaubwürdig? Machen Sie jetzt eigentlich beides halbtags? Kennen Sie die vielen Baustellen, die hier heute alle schon genannt worden sind im Verteidigungsministerium, von Beraterverträgen, vom Chaos in der Beschaffung und. Was sollen die Wählerinnen und Wähler davon halten? Glaubwürdig ist das nicht. Wenn Sie wirklich das Gewicht der CDU-Vorsitzenden in ein Zukunftsproblem stecken wollten, dann hätten Sie doch Umweltministerin werden können. Das ist doch aktuell die Zukunftsfrage. Oder wenn das ein SPD-Ressort ist, hätten Sie doch vielleicht das Ressort Wirtschaft und Energie als die Zukunftsfrage nehmen wollen. Das wäre noch halbwegs glaubwürdig gewesen. Nachdem Ihre einzige europapolitische Idee in einem Flugzeugträger bestand, haben Sie jetzt mit dem sogenannten 2%-Ziel heftig gerade am Wochenende nachgelegt. Ich will erstmal auch darauf verweisen, das hat der Kollege Mütze nicht getan, das ist wieder dem Koalitionsvertrag. Und ich will vor allen Dingen nochmal deutlich festhalten, das entscheidet immer noch der Bundestag, keine Regierung und keine Ministerin. Wir haben eine Parlamentsarmee und nur hier wird entschieden und nirgendwo anders. Und diese 2%, das wären eine beispiellose Aufrüstung, die es in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nicht gegeben hat. Wir sind nach unserer Auffassung der Linken jetzt schon auf einem falschen Pfad. Ich meine, ich war ja mal Haushälter. Und als ich 2014 aufhörte, da war das Volumen 32 Milliarden.
2018 waren es dann schon 38,5 Milliarden und in diesem Jahr wären es 43,2 Milliarden. Aber mit Ihrer Forderung ist das alles nichts. Ihre Forderung ist im Kern ein Kotau vor Trump und vor der Rüstungsindustrie, meine Damen und Herren. Offensichtlich soll die NATO in ein globales Interventionsbündnis verwandelt werden. Willensstark sind Sie insbesondere bei der Frage der Aufrüstung. Aber falls Ihnen das noch niemand gesagt hat, nicht wer die höchste Zahl fordert, macht das Beste für die Bundeswehr. Schon die 1,5% sind ja im Kern schon 60 Milliarden. Ihre Forderung ist nur finanzierbar, entweder mit massiven Kürzungen im Sozialbereich oder durch Neuverschuldung, wo unsere Kinder und Enkelkinder für diesen Rüstungswahn zahlen müssen. Sie sind unglaubwürdig, weil Sie gar nicht zur Finanzierung Ihrer Vorhaben sagen. Sie haben heute einen Eid geleistet. Wenn Sie diesen Eid erfüllen wollen, dann können Sie eine derartige Zusage nicht leisten. Und vor allen Dingen wird das dann immer begründet mit Russland. Aber ich will darauf hinweisen, dass die NATO-Mitgliedstaaten über einen Etat von 1.000 Milliarden, über ein Militärbudget von 1.000 Milliarden verfügen, Russland dagegen nur von 63 Milliarden. Und wenn sie 2% erreichen würden, würde sogar Deutschland allein darüber liegen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich noch mal sehr grundsätzlich sagen, der Titel der Regierungserklärung macht deutlich, Sie definieren Verantwortungsübernahme vor allen Dingen militärisch. Sie haben von Stärke gesprochen, von Abschreckung gesprochen. Aber meine Damen und Herren, es gab mal Zeiten, wo in Deutschland mit Zurückhaltung über die Rolle des Militärs bei der Gestaltung deutscher Außenpolitik diskutiert wurde. Die scheinen ja offensichtlich vorbei zu sein. Militärische Potenziale als Instrument deutscher Außenpolitik haben Sie offen artikuliert, Frau Kamm-Karrenbauer. Das wird die Linke nicht akzeptieren. Sie reden hier im Übrigen über Gelöbnisse, aber sagen kein Wort zum Konflikt an der Straße von Hormus und Sie haben auch kein Wort zu Syrien gesagt. Frau Kamm-Karrenbauer, hören Sie auf, Aussagen zu treffen, die Halbwertszeiten von nur wenigen Tagen haben und die völlig unglaubwürdig sind. Die Wähler, die Soldaten und das Parlament haben Glaubwürdigkeit verdient und keine Selbstprofilierung mit Blick auf die Kanzlerschaft. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka Brugger, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bevor die neue Ministerin überhaupt richtig im Amt war, da wusste schon eine altbackene Herrenriege, dass sie eine ganz furchtbare Wahl ist und es wurde Gift und Galle versprüht. Und ich habe mich gewundert, in welcher Gesellschaft die FDP sich da auch in ähnlicher Art und Weise geäußert hat. Und Herr Lindner, ich bin froh, dass Sie das heute hier noch mal gerade gerückt haben. Denn die hier mit so einer ätzenden Häme kommentieren, denen geht es eben nicht um die Probleme der Bundeswehr, sondern denen geht es um das parteipolitische Klein-Klein. Und dass es nicht um die Bundeswehr geht, das ist eben auch eine Ursache für die vielen schlechten Nachrichten der letzten Jahre. Frau Kramp-Karrenbauer, Ihre Vorgänger in diesem schwierigen Amt sind der Versuchung erlegen, die Bundeswehr als spannende Kulisse für Ihre eigene Selbstinszenierung auszunutzen. Und ich hoffe, dass Sie einen anderen Weg wählen werden. Dieses Amt ist doch zu wichtig, als dass es nur eine Station für diejenigen ist, die sich selbst auf dem Weg nach oben sehen. Blitzlichtgewitter, bombastische Ankündigungen, davon gab es unter Ministern wie Karl Theodor zu Guttenberg, aber auch unter Ursula von der Leyen wahrlich mehr als genug. Und bei der großen Show, da sind die zukunftsfesten Lösungen auf der Strecke geblieben. Und das, was alle nun bei der Bundeswehr beklagen, das ist das Werk von 10 Jahren konservativen Selbstdarstellern. Meine Damen und Herren, es braucht eine politische Führung, die weniger auf zackige Schlagzeilen und Ich-Show setzt, sondern die sich ganz unglamourös und solide den immensen Problemen der Bundeswehr widmet und dabei die Soldatinnen und Soldaten wieder mitnimmt. Und das ist Ihre Verantwortung, Frau Ministerin. Und wenn Sie die annehmen, dann wünschen wir Ihnen auch aus der Opposition in Ihrem neuen Amt, gerade mit Blick auf die Menschen in der Bundeswehr, alles Gute. Aber am Wochenende haben Sie sich dann gleich wieder die gefühlt 100. Runde im sinnlosen GroKo-Streit um das 2%-Ziel der NATO eingeläutet. Und ich kann es wirklich nicht mehr hören. Es braucht nur noch viel mehr Geld und dann wird endlich alles gut.
Ja, glauben Sie dieses Märchen in der Union eigentlich selbst noch? Der Verteidigungshaushalt ist von 2014 auf 2019 von 32 Milliarden auf über 43 Milliarden angewachsen und die Probleme sind doch definitiv nicht kleiner geworden. Wenn die Union es mit dem 2%-Ziel auch ernst meint, dann sprechen wir übrigens von 25 Milliarden Euro zusätzlich. Das würde Deutschland zur größten Militärmacht in Europa machen. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten braucht es starke Ideen für Rüstungskontrolle, für Abrüstung und für Dialog. Und davon haben wir in Ihrer Rede nichts gehört, Frau Kramp-Karrenbauer, da muss mehr kommen. Und nein, zu wenig Geld, das ist doch nicht das Problem. Ob die Skandale um die Gorch-Fock oder die Berateraffäre. Als neue Ministerin im Amt ist es nun Ihre dringende Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Kumpanei, das Missmanagement und Geldverschwendung in der Rüstungspolitik nach so vielen Jahrzehnten endlich ein Ende haben. Und meine Damen und Herren, wir Grüne werden immer aufs Schärfste gefragt, wie wollen Sie eigentlich Ihre Klimaschutzvorhaben finanzieren? Ich würde gerne mal zurückfragen, wie wollen Sie von der Union eigentlich diese krasse Forderung nach 25 zusätzlichen Milliarden fürs Militär gegenfinanzieren, die Schuldenbremse aufbauen? Ihre 2%-Forderung, die ist nicht nur sicherheitspolitisch fahrlässig, sondern sie ist auch finanzpolitisch völlig unseriös. Meine Damen und Herren, im Verteidigungsausschuss, da beschäftigt uns noch ein weiteres, ein sehr ernstes Thema. Viele Soldatinnen und Soldaten tun ihren Dienst mit einer beeindruckenden Haltung und mit dem richtigen Verständnis von Kameradschaft. Und auch von Ihnen höre ich Bestürzung und höre ich große Sorge über die Fälle von Rechtsextremismus und die erschreckenden Verbindungen zwischen ihnen. Und auch hier sind schonungslose Aufklärung und klare Konsequenzen geboten. Und dann nehmen wir Sie beim Wort, Frau Ministerin. Denn es darf in unseren Sicherheitsbehörden keinen Platz für Rechtsextremismus geben. Meine Damen und Herren, in einer Welt, die rauer geworden ist und in der einige unsere Friedensordnung unter Beschuss nehmen, da liegt unsere Zukunft ja in Europa. Aber mehr Europa darf eben nicht bedeuten, blind Donald Trumps Milliardenforderungen nachzulaufen oder zu springen, wenn er mehr Militär fordert. Im Gegenteil, es braucht eine klare gemeinsame Stimme gegen seine gefährliche Politik der Provokation. Gerade die aktuelle Situation in der Golfregion zeigt doch, wie Hardliner auf allen Seiten so lange an der Eskalationsspirale drehen, bis die Kriegsgefahr riesig wird. Und mehr denn je braucht es jetzt einen starken Einsatz für Krisenprävention und Diplomatie. Mehr Europa, das verlangt auch, sich zur Humanität zu bekennen. Auf dem Mittelmeer hat die Bundeswehr in den letzten Jahren tausende Menschenleben gerettet. Aber alle europäischen Rettungsaktivitäten sind jetzt eingestellt. Freiwillige Retterinnen und Retter werden drangsaliert und kriminalisiert. Frau Kramp-Karrenbauer, setzen Sie sich gemeinsam mit dem Außenminister für eine zivile Seenotrettungsmission und eine faire Verteilung der Geretteten ein. Solange Menschen vor unseren Augen ertrinken, können wir nicht glaubwürdig über ein Europa der Werte sprechen. Und nicht zuletzt, eine moderne Sicherheitspolitik, die geht eben auch nicht ohne konsequenten Klimaschutz. Wo das Zuhause von Menschen zerstört wird, verschärfen sich Konflikte und da entstehen neue Krisen. Und wer die Erneuerbaren ausbremst und auf Öl, Kohle und Gas setzt, der zerstört nicht nur die Zukunft unserer Kinder, sondern er macht uns abhängig von den Bad Guys dieser Welt und füllt deren Taschen. Und daher appellieren wir an Sie als Verteidigungsministerin, aber auch als Mitglied im Kabinett Merkel. Klimaschutz, das ist kein Thema, wo Umweltministerin Schulze kleine Vorschlägchen machen darf, die dann von der Union gekillt werden. Klimaschutz, das ist die Mega-Herausforderung unserer Zeit und die Antworten liegen längst auf dem Tisch. Ausbau der Erneuerbaren, Kohleausstieg, CO2-Preis, Klimaschutzgesetz. Sie müssen einfach nur handeln für das Klima, für unsere Kinder und für unsere Sicherheit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Henning Otte, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute als Parlament hier im Deutschen Bundestag zusammenkommen, um der Vereidigung unserer neuen Bundesverteidigungsministerin beizuwohnen, denn das ist unser Anspruch als Parlament. Und wir gratulieren Ihnen sehr herzlich, sehr geehrte Frau Ministerin, zur Übernahme dieses so wichtigen Amtes. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Und ich sage als verteidigungspolitischer Sprecher, wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen, denn Sie haben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass für Sie der Mensch, die Soldatinnen und Soldaten, ganz im Mittelpunkt steht bei Ihrer Rede zum feierlichen Gelöbnis am 20. Juli. Und auch heute noch einmal herzlichen Dank dafür. Wir setzen uns ein für die Soldatinnen, für die Soldaten, für die zivilen Mitarbeiter und damit für die Sicherheit unseres Landes, meine Damen und Herren. Ich bin auch dem Herrn Bundestagspräsidenten dankbar, dass er zu dieser Sitzung eingeladen hat. Denn es geht darum, dass wir schnell Fahrt aufnehmen, dass die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt die Führung übernimmt. Und das ist ein starkes politisches Signal auch, dass unsere Bundesvorsitzende bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, sozusagen die Bundeswehr zur politischen Chefsache zu erklären. Und das hier auch mit einer solchen Sitzung des Deutschen Bundestages. Und Herr Dr. Bartsch, wenn ich Ihnen zugehört habe, Sie hätten offensichtlich gern auf diese Sitzung verzichtet. Sie wären offensichtlich gern irgendwo anders gewesen als hier, wo das Herz der Demokratie schlägt, ganz im Sinne eines Salonsozialismus, gern die Freiheit dieses Landes genießen, aber nicht bereit sein, etwas dafür zu geben, dass wir die Sicherheit gewährleisten können, meine Damen und Herren. Die Ministerin hat deutlich gesagt, dass wir unseren Soldaten auch Vertrauen schenken, dass wir ihnen politische Rückendeckung geben, dass wir den Entscheidungsträgern auch wieder mehr Freiheit geben, weil die Bundeswehr muss einsatzbereiter werden und wir müssen ein verlässlicher Partner sein für unsere Bündnispartner. Und dazu ist es wichtig, dass wir die finanzielle Ausstattung verbessern. Man kann nicht immer auf der einen Seite beklagen, dass die Bundeswehr mehr Material braucht, auf der anderen Seite aber ihnen die finanzielle Ausstattung zu versagen. Wir müssen deutlich machen, dass die personelle Schutzausstattung, dass das Großgerät schneller zufließen muss, dass wir dafür die Vergabeordnung anpassen müssen und dass wir eines deutlich machen, so wie unsere Bundeskanzlerin das gesagt hat, 1,5% bis 2024 ist unser klares Ziel, um die Modernisierung weiter voranzubringen, um ein verlässlicher Partner zu sein, um deutlich zu machen, die Sicherheit unseres Landes ist nicht verhandelbar. Und das Prozentziel 2 ist ein klarer Ausdruck, dass wir sagen, wir sind bereit, in die Sicherheit unseres Landes zu investieren, für heute, für die Zukunft und für die nachfolgenden Generationen. Das ist nachhaltige Sicherheitspolitik, meine Damen und Herren. Und wenn die Kollegin Brugger hier anmerkt, was alles in Deutschland besser gemacht werden müsste, dann kann ich sagen, das ist ein typisches grünes Spiel. Ein bisschen hier, ein bisschen mehr. Bei den Auslandsmandaten ein Teil der Grünen dafür, der andere dagegen. Die dritte Gruppe enthält sich ganz nach Beliebigkeit. Nein, wir brauchen keine Beliebigkeit. Wir brauchen ein klares Ziel. Wir brauchen eine klare Strategie, um aus der Stärke heraus unseren Frieden zu gewährleisten. Und deswegen rufe ich unserem Koalitionspartner zu, steht zu den Zusagen, die getroffen worden sind auf dem NATO-Gipfel in Wales. Es war der Außenminister Steinmeier, der immer wieder gesagt hat, 2% ist wichtig. Und wir müssen damit deutlich machen, das, was die Bundesregierung eingegangen ist an Verpflichtungen, das wollen wir auch halten und unterstützen. Wir wollen nicht im Nachhinein die Worte des jetzigen Bundespräsidenten diskreditieren, sondern wir stehen dazu. Und wir müssen eins, meine Damen und Herren, eines müssen wir auch deutlich machen. Sicherheitspolitik hat sich nicht nach Stimmungslage einer Partei zu orientieren, sondern an dem, wie die Lage ist. Und der IS ist zwar bekämpft, aber noch nicht besiegt. Und deswegen leisten wir einen Beitrag in Syrien mit den Betankungsflugzeugen, mit den Aufklärungsflugzeugen. Deswegen leisten wir einen Beitrag im Irak, um die Ausbildung weiter der irakischen Armee zu
verbessern, um deutlich zu machen, wir wollen, dass Frieden und Freiheit für unser Land gewährleistet ist, dass Frieden und Freiheit auch in anderen Ländern gewährleistet werden kann. Und da wissen wir uns eines Partners sicher, der transatlantischen Beziehung. Wir stehen zu den USA in guten, wenn auch manchmal in nicht so guten Zeiten. Und was soll wohl Herr Gabriel als neuer Präsident der Atlantikbrücke darüber denken, Herr Müntefering, was Sie heute zum amerikanischen Präsidenten gesagt haben? Herr Mützenich. Ja, Herr Müntefering hätte das wahrscheinlich nicht gesagt. Herr Mützenich. Wir müssen die materielle Ausstattung verbessern. Dazu müssen wir bereit sein, auch den Beschaffungsprozess zu verbessern, und zwar nicht nur national, sondern auch europäisch. Wir wollen den Weg der Verteidigungsunion weiter voranbringen, und wir haben mit Ursula von der Leyen als Präsidentin unserer Kommission jetzt genau die Chance, diesen Weg, den Sie eingeleitet haben, weiterzugehen, beherzt weiterzugehen, die Verteidigungsunion voranzubringen. Aber wir müssen auch deutlich sagen, wir müssen unsere nationalen Interessen auch weiter wahren. Und deswegen, meine Damen und Herren, sage ich hier zum Abschluss, die Bundeswehr ist der Garant für die Sicherheit und für den Frieden. Die zivilen Mitarbeiter, die militärischen Mitarbeiter, sie alle stehen mit ihren Angehörigen und Familien zusammen, um den Frieden, die Freiheit, die Einigkeit und auch das Recht Deutschlands zu wahren. Das machen wir in der Gemeinschaft, innerhalb der Vereinten Nationen, der NATO, der OSZE und auch der Europäischen Union. Wir wollen transatlantisch bleiben, wir müssen europäischer werden. Dafür muss Deutschland Verantwortung zeichnen. Wir als Union sind dazu bereit, und wir freuen uns, dass Sie als Verteidigungsministerin, liebe Frau Kramp-Karrenbauer, dies deutlich in Ihrer Rede zum Ausdruck gebracht haben. Wir stehen ein für unser Land. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Ich bin fix und fertig. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, wir gratulieren Ihnen herzlich zur Wahl, und wir werden als konstruktive Opposition an Ihrer Seite stehen. Für uns übrigens, Herr Wadephul, wo sitzt er, ist es kein großes Fest, wenn Frauen Minister werden. Das ist bei den Freien Demokraten selbstverständlich. Liebe Frau Brugger, ja, Sie müssen nicht winken, liebe Frau Brugger, auch wenn Frauen sich in die erste Reihe begeben, müssen sie auch Druck abkönnen. Da gibt es keinen Artenschutz, das sollten Sie auch wissen. So, wir werden sie begleiten, aber Ihre Vorgängerin hat ja eine Menge Minenfelder hinterlassen, wenige blühende Truppenübungsplätze. Und meine Damen und Herren, umso interessanter war, dass Sie sich so dezidiert zum 2-Prozent-Ziel geäußert haben. Die SPD hat wie gewohnt reflexartig reagiert, aber den Vogel abgeschossen hat Ihr Generalsekretär. Wer der Bundesrepublik unterstellt, eine Marionette von US-Präsident Trump zu sein, der entlarvt nicht nur seinen gering ausgeprägten Intellekt, er stellt Deutschlands Bündnisverlässlichkeit in Frage, und das ist unsäglich. Und nun zum Mitschreiben. Nur noch für die Sozialdemokratie, weil Sie offensichtlich Ihre Geschichte vergessen. Das 2-Prozent-Ziel trägt die Handschrift des ehemaligen SPD-Außenministers Frank-Walter Steinmeier. Es waren übrigens auch die Sozialdemokraten, Helmut Schmidt, der den Doppel-NATO-Beschluss durchsetzte. Es war der Sozialdemokrat Peter Struck, der erklärte, die Sicherheit der Bundesrepublik würde am Hindukusch verteidigt. Es war der Sozialdemokrat Herr Schröder, übrigens mit den Grünen zusammen, die die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt haben. Nur mal zur Erinnerung, bei Ihnen scheint da ja ein Loch im Großhirn zu sein. Frau Ministerin, abschließend, Sie haben Anspruch auf die ersten 100 Tage, aber Sie wissen wie ich, dass Sie im Grunde genommen diese 100 Tage, dass wir diese Zeit nicht haben. Lösen Sie die Probleme. Ich wünsche Ihnen dabei sehr, sehr viel Glück.
beenden Sie das Gorch-Fock-Desaster, das schwimmende Beispiel für Missmanagement, fehlender Kontrolle und Gutgläubigkeit den Staatssekretären gegenüber. Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Ministerium keine weiteren Aufträge erteilt werden, ohne korrekte Ausschreibung, und dass man sich nur kennen muss, um an lukrative Aufträge zu kommen. Wir haben das gerade im Berateruntersuchungsausschuss. Frau Ministerin, mehr Mittel für die Bundeswehr, besseres Management und gepaart mit mehr Ausgaben für die Diplomatie und der Entwicklungshilfe. Wenn Sie diesen Weg gehen, haben Sie uns an Ihrer Seite. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Fritz Felgentreu. Und da der Geräuschpegel allmählich ansteigt, bitte ich doch auch den beiden letzten Rednern in dieser Debatte, die genügende Aufmerksamkeit zuzukommen zu lassen. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesministerin, zu Ihrem neuen Amt gratulieren und Ihnen eine glückliche Hand wünschen. Ich sage nichts Neues, wenn ich hinzufüge, die Bundeswehr braucht jetzt eine Ministerin, die mit ganzer Tatkraft und Fortun die anstehenden Entscheidungen vorantreibt. Das große Thema der Verteidigungspolitik ist die volle Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Und zwar nicht nur für Auslandseinsätze, sondern auch für die Aufgaben der Bündnis- und Landesverteidigung. Nach jahrzehntelangem Ab- und Rückbau ist das eine schwere Aufgabe. Und das ist längst auch denjenigen klar, die sich nicht täglich mit Verteidigungspolitik beschäftigen. Die Bundeswehr ist heute eine in der Geschichte der deutschen Streitkräfte einmalig kleine Armee. Und sie wird es auch bleiben. Wir garantieren die Sicherheit des Landes mit weniger als 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Das geht nur als Teil eines starken Bündnisses. Umso wichtiger, dass wir diese kleine Armee zu 100% mit Personal, Waffen und Gerät ausstatten, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann. Wir haben dafür in der Koalition die Weichen gestellt. Insbesondere dieses Haus hat seinen Teil getan. Jahr für Jahr stellt der Deutsche Bundestag zusätzliche Mittel bereit. Frau Ministerin, aus diesem Grund habe ich wenig Verständnis dafür, dass Sie am Wochenende in einer Ihrer ersten Verlautbarungen im Amt meinten, beim Thema Verteidigungsetat den Koalitionspartner ein bisschen treiben zu müssen. Ich habe das als schlechten Start für die Zusammenarbeit empfunden. Deswegen gestatten Sie mir, uns allen kurz ein paar Fakten in Erinnerung zu rufen. Erstens, wir haben in der Koalition eine klare Vereinbarung, bis 2024 eine NATO-Quote von 1,5% zu erreichen. Darüber hinaus könnte heute keine Koalition seriös planen. Zweitens, die Bundesregierung hat der NATO dieses Ziel auch offiziell gemeldet. Damit sind wir verbindlich in der Pflicht und das bestreitet auch niemand. Und drittens, damit keine Missverständnisse aufkommen, erst seit die SPD wieder regiert, unternimmt dieses Land Jahr für Jahr größere Anstrengungen für Sicherheit und Verteidigung. Seit 2005 war ein Unionsminister nach dem anderen für Abbau und Fähigkeitsverlust verantwortlich. Insbesondere die Amtszeit des Verteidigungsministers zu Gutenberg hat bis heute Nachwirkungen mit desaströsen Folgen. Seit die SPD regiert, haben wir einen Aufwuchs des Etats um fast 40% erreicht. Im Haushalt 2019, für den Olaf Scholz verantwortlich zeichnet, haben wir einen Anstieg von 12%. Kein Finanzminister der Union hätte das geschafft. Und wir werden weiter nicht locker lassen, um die Bundeswehr wieder dahin zu bringen, wo dieses Land sie braucht. Sie, Frau Ministerin, lade ich ein, auf der vom Deutschen Bundestag geschaffenen Grundlage endlich die Ministerin für Personalaufbau und Fähigkeitsaufbau zu werden, die die Bundeswehr braucht. Sorgen Sie dafür, dass Verwaltung und Ministerium endlich schnell, zielgerichtet und effektiv arbeiten. Geben Sie die Richtung vor,
bei der inneren Führung, beim schweren Transporthubschrauber, beim Mehrzweckkampfschiff, bei der Tornado-Nachfolge, bei der Raketenabwehr, bei der Speerspitzenbrigade für 2023. Es ist viel liegen geblieben in den letzten Monaten. Es gibt unendlich viel zu tun. Und seien Sie versichert, wenn Sie jetzt Schritt für Schritt umsetzen, was Ihres Amtes ist, dann werden Sie in der SPD-Fraktion einen konstruktiven Partner dafür haben. Vielen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Reinhard Brandl, CDU/CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es wäre uns ja in der Verteidigungspolitik viel geholfen, wenn alle so wieder in der SPD, wie der Kollege Felgentreu, mehr Geld für die Bundeswehr fordern würde. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, nehmen Sie sich mal an Ihrem verteidigungspolitischen Sprecher ein Beispiel. Er hat vieles Richtige heute gesagt. Und Frau Bundesministerin, ich gratuliere Ihnen recht herzlich zu Ihrem Amt. Deutsche Verteidigungsministerin zu sein, ist jetzt nicht das leichteste Amt unter der Sonne. Aber ich kann sagen, es ist mit eines der interessantesten Aufgaben, die man in Deutschland erreichen kann. Sie haben eine tolle Truppe und Sie haben Gestaltungsspielraum. Und ich glaube, als Verteidigungsministerin kann man viel machen, man kann aber auch viel falsch machen. Ihre Vorgängerin, Frau von der Leyen, hat vieles, vieles richtig gemacht. Sie wird als die Ministerin in die Geschichte eingehen, die die Bundeswehr die Trendwenden geschafft hat. Sie wird als die Ministerin eingehen, die mit 32 Milliarden Euro übernommen hat und mit 45 Milliarden Euro übergeben hat. Das muss ich erst mal einer nachmachen. Frau von der Leyen, wir können Ihnen dankbar sein. Aber Geld ist nicht alles. Was die Ministerin geschafft hat, ist, dass sie den Mut gehabt hat, den Finger in die Wunde zu legen. Weil es läuft nicht alles rund bei der Bundeswehr und auch nicht bei der Beschaffungsorganisation. Und was wir heute haben, ist die transparenteste Bundeswehr, die wir jemals hatten. Und ich habe Ihnen beispielhaft mal den Rüstungsbericht vorgelegt, jetzt mittlerweile in der 9. Ausgabe. 250 Seiten. Über jedes einzelne Rüstungsvorhaben wird im Detail berichtet über Schwierigkeiten und über Risiken. Da läuft nicht alles rund. Aber Herr Lukassen von der AfD, früher war auch nicht alles besser. Aber früher haben wir es nicht gewusst. Und jetzt wissen wir es und es ist wichtig, um die Probleme zu lösen. Und meine Damen und Herren, Geld ist nicht alles. Aber es ist natürlich ein Teil der Lösung. Und es ist auch kein Selbstzweck, weil es sind wir hier im Deutschen Bundestag, die unsere Soldatinnen und Soldaten in die Auslandseinsätze schicken. Es sind wir hier, die ihnen die Aufgaben geben und es ist zumindest unsere verdammte Pflicht, ihnen die Ausrüstung zu geben, die sie zur Erfüllung ihres Auftrags brauchen. Und wenn es um mehr Geld geht, dann will ich Ihnen eine ganz einfache Rechnung vormachen. Alleine um die Substanz zu erhalten, braucht die Bundeswehr eine knappe Milliarde Euro im Jahr mehr. Sie braucht das Geld, um die Personalkostensteigerung und die allgemeine Preisentwicklung abzufangen. Und wenn sie dieses Geld nicht bekommt, dann geht es zulasten der Substanz. Und wir haben über viele, viele Jahre auf Kosten der Substanz bei der Bundeswehr gelebt und das hat Frau von der Leyen abgestellt. Aber alleine mit dieser Milliarde, sie reicht nicht, um neue Fähigkeiten, um neue Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben. Meine Damen und Herren, überall auf der Welt verbreiten sich moderne Raketen, Langstreckenraketentechnologien. Der Schutz, den wir in Deutschland haben, der schützt uns gegen die Raketen der 1990er und 2000er Jahre. Er ist kein Schutz auf die Bedrohung unserer Zeit. Wir reden viel über den Cyberraum.
Die Bundeswehr ist heute in der Lage, ihre eigenen Netze zu schützen. Sie ist bei weitem nicht in der Lage, unser Land vor einem großflächigen Cyberangriff zu schützen. Der schwere Transporthubschrauber ist 1972 in die Bundeswehr eingeführt worden. Kurz danach ist der Tornado eingeführt worden. Mit dem Material, das ist jetzt 40, 50 Jahre alt, schützen wir unser Land. Meine Damen und Herren, das ist nicht angemessen. Wir brauchen dringend mehr Investitionen. Und die 2%, um die es hier alle geht, da denkt man, die kommen jetzt vom Himmel oder von Donald Trump. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr hat ein Fähigkeitsprofil aufgelegt, eine Finanzbedarfsanalyse aufgelegt, in dem sie Punkt für Punkt begründet hat, was sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben braucht. Und alle heute hier Redner, die sich dagegen gewandt haben, die gesagt haben, nein, kein Geld mehr für die Bundeswehr, es führt alles nur zu einer Aufrüstung. Alle von denen hat kein einziger gesagt, welche Aufgabe die Bundeswehr nicht erfüllen soll. Und meine Damen und Herren, das gehört auch zur Seriosität mit dazu, wenn man sich hinstellt und sagt, die Bundeswehr ist genügend finanziert. Und die Frau Kamp-Karrenbauer kann vieles, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, sie kann nicht zaubern. Und sie wird die Unterstützung des Parlaments brauchen, um die Soldaten, um die Bundeswehr wieder optimal auszurüsten. Und ich kann Ihnen von meiner Fraktion zusichern, unsere Unterstützung haben Sie. Alles Gute und Gottes Segen für Ihr Amt. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 11.870. Die Fraktion Die Linke wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Verteidigungsausschuss und mitberatend an den Auswärtigen Ausschuss. Nach ständiger Übung stimmen wir zunächst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Wer stimmt dagegen? Dann haben alle Fraktionen mit Ausnahme der Fraktion Die Linke für die Überweisung gestimmt. Und die Überweisung ist damit so beschlossen. Und damit stimmen wir über den Entschließungsantrag auf der Drucksache 11.870 in der Sache nicht ab. Und schon sind wir am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich danke Ihnen, dass Sie alle mitgeholfen haben, diese Sitzung an ungewöhnlichem Ort in einem geordnungsgemäßen Verlauf abzuhalten. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestags wieder einmal ein auf Dienstag, den 10. September 2019, 10 Uhr. Wünsche Ihnen weiterhin gute, erholsame Wochen und schließe die Sitzung.